Wer möchte nicht gerne schöne dramatische Bilder mit viel Atmosphäre erzeugen, verträumte Bilder? Ein super Tool, das wir dafür haben, ist der sogenannte Orton-Effekt. I put in my card, I know the cause, yeah, I put in the work day. Hello, hello, ich bin der Philipp Jakesch aus Österreich und bin Naturfotograf. Meine Schwerpunkte liegen in der Landschaft- und Wildlife-Fotografie. Ich mache regelmäßig Videos wie dieses und wenn euch das gefällt, dann freut es mich, wenn ihr den Kanal abonniert, kommentiert und das Video liked. Das hilft mir weiter, das macht es möglich, dass das mehrere Menschen sehen. I'm the story you don't speak of. I'm the one they call the underdog. Dieser Orton-Effekt kommt vom Fotografen Michael Orton, der diesen Effekt in den 1980er Jahren entwickelt hat. Er hat mehrere Bilder übereinander gelegt. Beispielsweise wurden zwei Filmplatten übereinander gelegt und diese waren aber nicht ident. Das eine war scharf fokussiert aufs Hauptmotiv und ohne den Ausschnitt nur im geringsten zu verändern, wurde der Fokusring gedreht. Das heißt, eine Defokussierung hat stattgefunden und diese beiden Bilder wurden übereinander gelegt und anschließend wurde die Kombination der beiden Bilder entwickelt und vergrößert. Dadurch hat man so einen verträumten Look bekommen. Diese Technik können wir natürlich auch in der digitalen Welt anwenden und wie das im Digitalen so ist, haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Ich verwende drei verschiedene Möglichkeiten, den Orton-Effekt zu erzeugen. Eine Version ist in Lightroom, da werde ich euch auch zeigen, wie ihr Presets dazu erstellen könnt, dass ihr euch Zeit spart. Und die zweite und dritte Möglichkeit sind jeweils in Photoshop. Wir befinden uns da in Lightroom. Starten möchte ich mit euch jedoch im Photoshop. Der Grund dafür ist, dass ich euch im Photoshop viel besser zeigen kann, wie die ursprüngliche Idee vom Orton-Effekt ist und was da passiert. Diesen Effekt kann man dann auch im Lightroom imitieren. So, das heißt, wir öffnen einmal das erste Bild. Zum Öffnen in Photoshop gehen wir mit der rechten Maustaste auf das Bild, gehen auf Bearbeiten in Adobe Photoshop bearbeiten. Nach dem Draufklicken öffnet sich die Datei im Photoshop. Wir können nun so vorgehen, dass wir die Basisebene, also wir haben eine Ebene, die ist geöffnet und diese kopieren wir. Das können wir mit der Tastenkombination STRG J oder COMMAND J. Dadurch entsteht eine neue Ebene, also eine exakte Kopie der vorhandenen Ebene. Jetzt haben wir zwei Ebenen, die übereinander liegen, die exakt gleich aussehen. Nun verändern wir die obere Ebene. Das heißt, wir machen eine Unschärfe und machen das Bild heller. Das heißt, wir gehen zuerst auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Gaußscher Weichzeichner. Als Radius setze ich circa die Megapixelanzahl der Aufnahme. In dem Fall war das eine 100 Megapixel Aufnahme. Ich gehe ein bisschen runter auf 90 oder so, 92. Dieses weich gezeichnete Bild können wir durch Verringerung der Deckkraft über das andere Bild legen, über das Basisbild legen. Die Deckkraft finden wir rechts unten bei den Ebenen, direkt über den Ebenen. Und wenn wir auf die Schrift gehen, kommt ein Pfeil nach links und rechts und dann drücken und halten wir. Es wird quasi weich gezeichnet. Besonders im hinteren Bereich bei den Ästen sieht man das ganz deutlich. Vorher, nachher, dass das weich gezeichnet ist. Um das Leuchten noch besser ins Bild zu bekommen,
werden wir noch einen weiteren Filter hinzufügen und das ist ein Camera Raw Filter. Wir gehen wieder auf Filter, Camera Raw Filter und hier haben wir die Möglichkeit, dass wir einerseits die Temperatur ein bisschen anpassen, dass wir die Dynamik anpassen, die Belichtung erhöhen und den Kontrast wollen wir auch verstärken. Grund dafür ist, dass durch die Erhöhung vom Kontrast der Effekt deutlich stärker sichtbar ist und angenehmer aussieht. Klarheit auch noch ein bisschen nach oben und dann gehen wir auf OK. Und wenn wir jetzt schauen, es wirkt noch verträumter und noch ansprechender, also der leuchtende Effekt ist einfach noch stärker und ich halte mich meistens im Bereich zwischen 10% und 20% auf. Und wenn wir da reingehen, nochmal vorher, nachher. Vorher sieht es so aus, nachher so. Genau. Vorher, nachher. Ich persönlich finde ja, dass der Orton-Effekt über das ganze Bild angewendet keine gute Lösung ist. Und deshalb füge ich zusätzlich dazu noch eine Ebenenmaske hinzu. Diese finden wir unten im rechten unteren Bereich. Wenn wir die weich gezeichnete Ebene ausgewählt haben und dann auf Ebenenmaske gehen, bekommen wir eine weiße Maske. Die weiße Maske lässt alles hindurchwirken. Das heißt, alles ist sichtbar, was wir da angewendet haben. Das heißt, es ist de facto noch nichts passiert. Mit Steuerung oder Command I können wir die Maske invertieren. Das heißt, wir sehen jetzt eigentlich nur das Basisbild und es ist noch nichts angewandt. Jetzt gehen wir auf Pinsel, also auf den Brush oder Taste B, schauen links unten, dass Schwarz und Weiß ausgewählt ist, also wir wollen mit weißer Farbe malen und oben bin ich bei Deckkraft auf ca. 50 und bei Fluss auf ca. 70. Jetzt können wir mit dem Pinsel diese Bereiche hineinmalen, wo ich den Effekt gerne angewendet sehen würde. So finde ich den Effekt sehr gelungen und angemessen. Und wenn wir da fertig sind, können wir einfach die Ebenen kombinieren, also quasi eine Verbindung der beiden Ebenen machen, also die Ebenen auf eine Ebene reduzieren. Das heißt, ich drücke Command Shift I, Steuerung Shift und E und habe eine Ebene. Und schließt es einfach. Nach dem Schließen speichern. Jetzt ist das Bild gespeichert und eine Datei hat nun die Endung .tiff. Das ist die, die direkt aus dem Photoshop kommt. Und die andere ist das RAW. Wenn wir diese beiden miteinander vergleichen, nebeneinander anzeigen, dann sehen wir, das rechte Bild ist das RAW. Und das linke Bild ist mit dem angewendeten Orton-Effekt. Nationalpark Hohe Tauern habe ich diese Berggruppe da aufgenommen und der Wind war relativ stark und ich habe bei 20 Sekunden am Tag die ziehenden Wolken so aufgenommen. Ich habe mir ein Preset abgespeichert für den Orton-Effekt und das möchte ich euch jetzt auch zeigen als kleinen Bonustipp, wie ihr das machen könnt. Das könnt ihr mit verschiedensten Einstellungen, also wenn ihr Masken verwendet, die immer wiederkehrend sind, dann könnt ihr euch diese als Presets abspeichern und angenehm wieder aufrufen und dann die Feinheiten dazu anpassen. Das heißt, ich will als erstes eine Maske erstellen. Diese Maske soll einen Luminanzbereich auswählen. Tendenziell möchte ich den Orton-Effekt nur bei den helleren Bild,
Bereichen anwenden und dazu gehe ich auf Luminanzbereich und dann kann ich mal aussuchen, welchen Bereich ich angreifen möchte. Das heißt, links ist schwarz und rechts ist weiß. Das heißt, wir wollen alle Bereiche von ganz weiß bis so in die Mitte und dann einen schönen Verlauf. Das heißt, ich gehe da so ein bisschen nach oben. Der sanfte Verlauf geht bis ganz schwarz. Das heißt, wie ihr seht, ich habe da jetzt da den Großteil des Bildes ausgewählt und das soll meine Basis sein für den Orton-Effekt. Und da werde ich jetzt gewisse Anpassungen machen. Also wir haben gesagt, wir wollen die Helligkeit erhöhen. Ich gehe mal auf eine Blendenstufe, heller. Dann möchte ich die Temperatur etwas erhöhen. Also es sollte eine Spur wärmer werden, das Bild. Also auf plus 5 würde ich da circa hingehen. Dann werden wir die Sättigung erhöhen. Und anschließend brauchen wir noch mehr Kontrast. Also das sind die ähnlichen Anpassungen wie auch in Photoshop. Und da wir jetzt keinen Gaußschen Weichzeichner im Lightroom anwenden können, verringern wir Struktur und Klarheit und gehen mit Dunst ein bisschen nach links. Das sieht man dann auch gleich. Okay, es wirkt schon sehr verwaschen oder verwischt und die Stärke der Schärfe können wir auch noch anpassen. Also wir gehen mit der Schärfung ein bisschen nach links und das wäre jetzt ein guter Ausgangspunkt für den Orton-Effekt. Damit wir das nächste Mal weniger Arbeitsschritte haben, können wir diese Maske durch Doppelklicken einmal umbenennen. Da können wir schreiben Orton-Effekt. Orton-Effekt. Okay. Jetzt hat diese Maske diese Bezeichnung. Und um das als Preset zu speichern, gehen wir im linken Bildbereich unter den Presets auf das Plus und Preset erstellen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auf Nichts auswählen zu gehen und dann sehen wir alle Masken, die auf diesem Bild liegen. Und wenn wir jetzt auf Orton-Effekt drücken, nur dieses auswählen, dann haben wir exakt diese eine Einstellung und Orton-Effekt 2. Weil ich schon einen gespeichert habe, speichere diesen als Orton-Effekt 2. Ihr könnt es benennen, wie ihr gerne mögt. Und dann gehen wir auf Erstellen. Nach dem Erstellen haben wir den Orton-Effekt hier links drinnen. Bei den Presets, Benutzer-Presets, da habe ich es reingespeichert. Ich möchte euch jetzt zeigen, dass das funktioniert. Das heißt, ich lösche diesen Effekt, den wir schon haben und gehe einfach auf im linken Bereich auf Orton-Effekt. Und sobald ich da draufklicke, wird dieser erstellt. Das heißt, wir haben da den Orton-Effekt, Luminanzbereich, Belichtung angepasst, Gradationskurve, Strukturklarheit, Dunst entfernen. Alles, was wir gerade eingestellt haben. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Wir können jetzt einmal die Stärke verringern, um zu ermitteln, wo wir circa hinwollen. Das heißt, so ein Bereich wäre ganz nett. Das schaut noch natürlich aus. Also wenn wir das ausblenden und wieder einblenden, dann sehen wir, okay, es tut sich was, schaut nicht schlecht aus. Und wie gesagt, wir wollen das ja nicht überall haben. Also was ich dann gerne für jedes Bild separat mache, ist auf die drei Punkte gehen, neben dem Orton-Effekt. Maske schneiden mit Pinsel. Jetzt bekommen wir einen Pinsel. Den mache ich etwas größer. Und dann pinsel ich mir mit einem Fluss um die 50-60 pinsel ich mir den Orton-Effekt so rein, wie ich den gerne hätte. Und an den Stellen, wo ich den gerne hätte. Das
macht so kreisförmige Bewegungen. Jetzt sehen wir die Schnittmenge aus Luminanzbereich und Pinsel 1 sieht so aus. Und wenn wir das jetzt ausblenden und wieder einblenden, wenn wir das noch fein justieren wollen, können wir da die Stärke noch anpassen und beispielsweise auch hier im Bereich von, sagen wir, 17 uns aufhalten. So einfach geht es, den Orton-Effekt auch in Lightroom zu erzeugen. Ihr habt da ein Preset, das ihr abspeichern könnt, über die drei Punkte und Schneiden mit, könnt ihr eine Schnittmenge von zwei Filtern erzeugen und diesen dann auch mit der Stärke anpassen, wie es euch gefällt und somit für jedes Bild optimieren. Eine weitere Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist wieder im Photoshop. Und dazu öffnen wir das nächste Bild mit Bearbeiten in Adobe Photoshop öffnen. So, ich habe das Bild schon in Photoshop geöffnet und nun gehen wir ähnlich wie bei der vorigen Version in Photoshop so vor, dass wir die Grundebene kopieren mit Command oder Steuerung J. Das heißt, wir haben eine Kopie, zweimal den identischen Layer. Und jetzt gehen wir so vor, dass wir eine Auswahl treffen. Also wir machen ähnlich wie in Lightroom eine Luminanzauswahl. Und um einen Luminanzbereich auswählen zu können, habe ich mir das Panel vom Greg Benz besorgt. Ich werde es verlinken in der Beschreibung. Ganz kurz erklärt, diese drei Buttons, D steht für Darks, M für Midtones und L für Lights. Und wir wollen jetzt die Lights, also die hellen Bildbereiche, auswählen. Das heißt, ich drücke auf L für Lights. Dann bekomme ich eine Anzeige in Graustufen und kann diese auch noch bearbeiten, bevor ich es dann letztendlich auswähle. Ich gehe da auf die Gradationskurve und gehe da ein bisschen nach oben. Das heißt, jetzt haben wir mehr Weiß im Bild, das heißt, der Orton-Effekt wird stärker, vor allem im hinteren Bereich des Bildes. Also dieser Bereich soll noch ein bisschen stärker hervorgehoben werden. Jetzt habe ich das so angepasst, wie es mir gefällt und dann gehe ich auf Select. Jetzt sehen wir, dieser Bereich ist ausgewählt. Diesen Bereich möchte ich jetzt als Maske erstellen. Das heißt, ich habe jetzt da meine Ebenenmaske, die so aussieht. Im Prinzip war es das schon mit der Auswahl des Luminanzbereichs. Jetzt gehe ich noch auf die Ebene und möchte diese mit Filter, Weichzeichnungsfilter und Gaußscher Weichzeichner verändern. Wieder ist es eine 100 Megapixel Aufnahme und wir gehen circa auf diesmal 100 ganz genau. Als weiteres gehen wir wieder auf Camera Raw Filter. Da gehen wir wieder mit der Farbtemperatur, Sättigung rauf, die Helligkeit nach oben. Dann erzeugen wir einen Kontrast. Und wir können noch etwas Klarheit hinzufügen. Genau. Okay. Und wenn wir uns jetzt anschauen, das leuchtet richtig. Das ist quasi das Originalbild und so ist der Gaußsche Weichzeichner und die Anpassung der Helligkeit und Kontrast und Farbe. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Deckkraft zu verringern. Das heißt, die geht jetzt erst auf 0, dann haben wir wieder den normalen Eindruck und dann gehe ich ganz langsam nach oben. Und schauen wir an, okay, wo möchte ich stehen bleiben? Jetzt sind wir bei 27, das kommt mir schon relativ viel vor. Und dann gehen wir vorher, nachher. Aber es wirkt nicht schlecht. Also das, genau. Und da für mich der Orton-Effekt so viel Atmosphäre erzeugt und dazu da sein soll, Tiefe zu erzeugen,
würde ich den Orton-Effekt nicht im Vordergrund anwenden, sondern eher im Hintergrund. Das heißt, damit wir jetzt eine weitere Maske machen können, müssen wir diese Ebene in eine Gruppe legen. Das heißt, wir drücken Command oder Steuerung G, dann haben wir Gruppe 1 und auf diese Gruppe können wir wieder eine Maske legen. Diese Maske invertieren wir wieder, dann sehen wir kurz einmal gar nichts und dann können wir mit dem Pinsel B für Brush und wieder schwarz-weiß, Deckkraft, Fluss können wir so lassen, können wir da drüber pinseln und schön langsam diese Bereiche sichtbar machen. I put to my card, I know the cause. Yeah, I put in the work that you don't. Day after day, I work in the play. Yeah, I'll do all the things that you won't. Even when my feet get tired, I will keep on moving higher. I'm the story you don't speak of. I'm the one they call the. Ja, wenn ihr von dem Video was mitnehmen habt können, dann freut mich das sehr. Und dann wäre es super, wenn es mal einen Daumen nach oben hinterlasst. Schreibt es mal einen Kommentar und subscribe. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich hoffe, ja, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.